Ja, herzlich willkommen von meiner Seite. Und der Stefan hat es schon gesagt, es geht heute um Fake News. Wir sind am letzten Teil unserer Themenreihe angekommen. Und genau, wenn du noch nicht Teil dieser Themenreihe warst und noch nicht genau weißt, worauf du dich hier heute Morgen eingelassen hast, lass mich dir kurz einen Abriss geben. Und zwar ist es so, wir merken, wir stehen in einer Zeit, in der es ganz natürlich ist, möglich ist, für jeden von uns frei zugänglich ist, seine Meinung im Internet zu verbreiten und Meinungen zu verbreiten, Neuigkeiten zu verbreiten. Und die Frage ist, die wir uns stellen müssen, sind diese Neuigkeiten, die wir tagtäglich lesen, eigentlich wahr? Sind die begründet? Stimmen wir dem überein oder nicht? Und ich glaube, wir müssen uns diese Frage in ganz vielen verschiedenen Punkten stellen. Und deswegen glaube ich, dass es ganz wichtig ist, dass wir die News, die auf uns einprasseln, lernen einzusortieren. Und wir müssen uns immer wieder diese Frage stellen, was sage ich eigentlich dazu? Was ist meine Meinung zu diesem Thema? Und was sage ich? Und wie sage ich es? Selbst wenn du nichts sagst, hat das eine Botschaft. Und ich muss ganz ehrlich sagen, gerade auch wir hier, die wir uns hier vor einen Livestream aussetzen, schön, dass du eingeschaltet hast an dieser Stelle. Hey, wir wissen, jedes Wort, was wir hier vorne sprechen, das ist im Internet später. Das heißt, man kann das später rausziehen, man kann unsere Worte aus dem Kontext ziehen und sagen, hey, was du da gesagt hast, damit kann ich dich ankreiden. Und wir merken, es ist eine Tragweite da, es ist eine Konsequenz da, die unsere Worte haben. Aber ich glaube, trotzdem ist es wichtig, dass wir darüber reden, weil wir wollen wissen, was sagt Gott eigentlich zu diesen Meinungen in der heutigen Zeit? Was sagt Gott zu diesen Themen? Wie positioniert sich die Bibel dazu? Wir wollen wissen und lernen, was er dazu zu sagen hat. Weil ich glaube an einen Gott, der heute noch spricht, der relevant ist, der nicht von gestern war, sondern der noch heute hier ist. Amen. Und er hat eine Meinung zu diesen Themen. Und ja, wenn du dich fragst, was ist das letzte Thema heute, was schauen wir uns an? Und mein Thema heute ist Sexualität. Ja, jetzt denkst du dir vielleicht, die Simona hier vorne, als unverheiratete Frau, was will die mir denn über Sexualität erzählen? Aber ich muss ganz ehrlich sagen, das ist eine berechtigte Frage an diesem Punkt, ja. Aber ich glaube, und warum ich auch hier vorne stehe, ist der Punkt, dass nur weil ich vielleicht nicht verheiratet bin, es nicht heißt, dass ich nicht trotzdem mit diesen Neuigkeiten bombardiert werde. Dass es nicht trotzdem heißt, dass ich mir meine Meinung bilden muss und ich darauf gründen muss, wie ich mich verhalte. Auch ich muss meine Entscheidungen treffen, warum ich so lebe, wie ich lebe und warum ich nicht so lebe, wie andere Menschen leben. Und deswegen ist es wichtig und deswegen glaube ich auch, dass ich hier vorne stehen kann und dir heute was mitgeben kann, egal in welchem Beziehungsstatus du stehst und wo du gerade bist. Ich glaube, das ist ein Thema, das geht durch alle Beziehungsstaaten durch und ich lade dich ein, dass du offen bist, dass du hörst, was der Geist Gottes heute Morgen zu dir sagen möchte. Und ich möchte an dieser Stelle kurz dafür beten und lade dich ein, einfach deine Augen zu schließen. Jesus, ich danke dir dafür, dass du heute Morgen hier bist, dass du zu uns sprechen möchtest, auch über so ein brisantes Thema wie Sexualität. Ich danke dir dafür, dass das kein Thema ist, worüber du geschwiegen hast, sondern dass es ein Thema ist, wo du göttliche Gedanken zu hast, wo du gute Gedanken für uns hast. Und ich lade dich ein, dass du unsere Herzensböden vorbereitest für das, was du zu sagen hast und dass du uns unser Herz öffnest, dass wir deine Stimme hören dürfen, dass du anklopfen darfst. Und ich bitte dich dafür, Jesus, dass du heute zu uns sprichst und dass du uns nicht wieder so gehen lässt, wie wir gekommen sind, Jesus. In deinem Namen, Amen. Amen. Ja, ich habe ein ganz spannende Bibelvers zum Anfang mitgebracht zu dem Thema. Und zwar steht da in 1. Korinther 10. Hier steht, es ist mir alles erlaubt, aber es ist nicht alles nützlich. Es ist mir alles erlaubt, aber es erbaut nicht alles. Und ich glaube, gerade im Bereich Sexualität merke ich, dass wir diesen Vers ein bisschen anders in unserer Gesellschaft leben. Ich glaube, dass wir dem ersten Teil zustimmen, es ist mir alles erlaubt. Aber ich glaube viel eher, dass wir nicht dieses Fazit ziehen, dass wir sagen, aber es ist nicht alles nützlich, sondern mehr sagen, hey, und weil mir alles erlaubt ist, muss ich auch alles ausprobieren. Das ist das, was ich irgendwie erlebe, wo ich das Gefühl habe, dass das weitergegeben wird. Wodurch? Ich lese Schlagzeilen auf verschiedenen Webseiten oder auch auf Zeitschriften in Geschäften. Da stehen Dinge wie 30 Dinge, die du tun musst, bevor du 30 bist. 10 Männer, die du in deinem Leben unbedingt gedatet haben solltest. Und ich weiß nicht, wenn du diese Schlagzeilen liest, was das mit dir macht. Ich musste automatisch an folgendes Wort denken und ich bin gespannt, wer von euch das Wort kennt. Und zwar ist das Wort FOMO. Wer weiß, was FOMO ist?
FOMO ist, heißt, steht für Fear of Missing Out oder auf Deutsch die Angst, etwas zu verpassen. Und es gibt sozusagen diese beliebte Krankheit und die nennt sich FOMO. Und ich muss dir sagen, ich bin definitiv FOMO betroffen. Ich bin ein Mensch. Also wenn ich krank zu Hause bin und weiß, meine Freunde gehen raus und unterleben was, dann bin ich so, nein, ich will mit. Ich kann doch jetzt nicht zu Hause bleiben. Ich muss doch was erleben. Was, wenn ich was verpasse? Was, wenn die richtig viel Spaß haben und ich nicht dabei war? Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich so Schlagzeilen lese wie 30 Dinge, die du tun musst, denke ich mir, okay, was muss ich noch machen? Ja? Und ich glaube, das ist was, wo etwas in uns sozusagen aufgewirbelt wird, wo in uns etwas aufgebaut wird, wo wir merken, hey, wir fokussieren uns nicht mehr auf das, was wir bereits erlebt haben, sondern nur noch auf das, was wir noch nicht erlebt haben. Und das, anstatt dass wir uns darauf beschränken und glücklich sind mit dem, was wir bereits erlebt haben, sind wir so, hey, aber da ist noch so, so viel mehr, was wir noch erleben könnten. Und ich weiß nicht, ob du diesen Sprichwort kennst, Vorfreude ist die schönste Freude. Aber ich habe das schon so oft in meinem Leben erlebt, ja, dass ich mich so auf was gefreut habe und dann war der Moment da und dann dachtest du dir, ja, so cool war das jetzt auch nicht. Und gemerkt habe, hey, diese Vorfreude war aber so gigantisch. Und ich glaube, dass wir im Bereich Sexualität genau diese gleichen Trugschlüsse ziehen können. Dass wir sagen können, hey, das wird so aufgebauscht, da ist so eine Vorfreude dafür da. Und dann tun wir es, nur um es getan zu haben, um dann festzustellen, dass es gar nicht so toll war, wie alle Welt es verkauft hat. Und ich glaube, genau deswegen ist es wichtig, dass wir uns mit den Meinungen, die die Gesellschaft über Sexualität hat, auseinandersetzen und für uns ein Fazit ziehen. Die Bibel sagt, prüft alles und behaltet das Gute. Und dazu lade ich euch heute Morgen ein, dass wir gemeinsam einen Blick in die Bibel werfen und prüfen, was denn die Meinung der Gesellschaft ist und ob das mit dem übereinstimmt, was Gott dazu zu sagen hat. Und als ich in der Vorbereitung war auf diese Predigt, habe ich auch verschiedene andere Predigten gehört und habe mir verschiedene Dinge angehört und bin über einen Hashtag, wer von euch kennt Hashtags? Das ist das Rautezeichen, also dieses Rautezeichen. Und das wird mittlerweile über ganz viele Beiträge immer wieder auf Facebook, auf Instagram drunter gepostet, damit du alle Beiträge später suchen kannst, einschränken kannst, die diesen einen Hashtag benutzt haben. Und ich bin über einen Hashtag gefallen, der bei Instagram über 31 Millionen Beiträge hat. 31 Millionen Beiträge sind damit versehen. Und auf diesem Hashtag steht, Love is Love. Ich weiß nicht, wer von euch das schon mal gehört hat. Auf Deutsch, Liebe ist Liebe. Und irgendwie hören wir das oft. Liebe ist Liebe. Love is Love. Wofür steht denn dieses Hashtag hier? Und ich habe es probiert, mit meinen eigenen Worten auf einem schönen Deutsch zu verfassen und lese euch das jetzt vor. Dieser Ausspruch, Love is Love, beschreibt, dass die Liebe, die von einer Person oder einem Pärchen ausgedrückt wird, unabhängig von ihrer sexuellen Orientierung oder Geschlechteridentität gültig ist. Ich lese es nochmal vor. Dieser Ausspruch beschreibt, dass die Liebe, die von einer Person oder einem Pärchen ausgedrückt wird, unabhängig von ihrer sexuellen Orientierung oder Geschlechteridentität gültig ist. Was meine ich damit? Vielleicht hörst du Sätze wie Liebe ist blind, Liebe kennt kein Geschlecht, Liebe kennt keine Religion, Liebe kennt kein Alter. Wir hören diese Sachen und wir merken, dass die Gesellschaft dahinter tendiert zu sagen, hey, Hauptsache es ist Liebe dabei. Solange Liebe in dieser Beziehung dabei ist, ist es doch gut. Dann ist es doch gerechtfertigt, dass sie diese Beziehung führen. Aber was mir dabei aufgefallen ist, dass diese Liebe zu einem so starken, einer so starken Rechtfertigung wird für unser Verhalten. Wir fangen an, dieses Handlungsmotiv zu nehmen und wir nutzen das fast schon als Waffe der Verteidigung, zu sagen, hey, aber es ist doch Liebe und das kann mir keiner absprechen. Und weil ich liebe und deswegen ist das doch okay. Was wir dabei aber machen ist, dass wir anfangen, selbst Liebe zu definieren. Wir definieren Liebe. Wir sagen, was Liebe ist und was Liebe nicht ist. Und vielleicht denkst du dir jetzt, nein, Simona, ich würde mir nie rausnehmen, zu sagen, was Liebe nicht ist. Aber ich glaube, ihr würdet alle mitgehen, dass ihr irgendwo einen Punkt habt, wo ihr sagt, das ist keine Liebe mehr.
Und ich will jetzt vielleicht mal extreme Beispiele machen, aber ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du Nachrichten liest und Sachen hörst wie ein Mann hat seinen Hund geheiratet oder einen Baum geheiratet oder so. Ich weiß nicht, ob du sagen würdest, ja, das ist Liebe, aber Hauptsache Liebe ist dabei. Ja, da würden wir sagen, weiß ja nicht so genau, was er sich da eingebildet hat. Anderes extremes Beispiel, wo ich glaube, wo viele von euch sagen würden, nein, da ist Liebe nicht mehr nur Liebe, da kann ich nicht einfach nur sagen, leben und leben lassen. Und das ist das Beispiel von Pädophilie. Keiner von uns würde dem zustimmen, dass es okay ist, wenn ein erwachsener Mensch mit einem minderjährigen Kind in einer Beziehung lebt. Und da fällt mir auf, wir fangen an, Liebe zu definieren. Ich will gar nicht so tief in diese extremen Beispiele reingehen, sondern eigentlich meinen Punkt klar machen, dass jeder von uns anfängt, Liebe zu definieren. Und die Frage, die ich mir dabei gestellt habe, ist die, dürfen wir das eigentlich? Dürfen wir Liebe definieren? Wer hat denn das Recht, Liebe zu definieren? Wer sagt, was Liebe ist und was Liebe nicht ist? Und wenn du einen Blick in die Bibel wirfst, dann wirst du lesen, wer Liebe ist. Und zwar ist Gott Liebe. In 1. Johannes 4, Vers 16 lesen wir, und wir haben die Liebe erkannt und geglaubt, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe, und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Wenn Gott Liebe ist, wer hat dann das Recht, Liebe zu definieren? Gott. Also darf alleine Gott Liebe definieren und sagen, was Liebe ist und was Liebe nicht ist. Wenn wir allerdings nach diesem Hashtag Love is Love leben und Liebe gleich Liebe ist, dann sagen wir, was richtig und was falsch ist. Wir werden nicht Gott in unseren Mittelpunkt von unserem Leben stellen, sondern die Liebe selbst. Wir sagen, hey, aber weil es doch Liebe ist, ist das okay. Wir bauen unser ganzes Leben um die Liebe drumherum. Wir begründen alles mit Liebe. Liebe wird verantwortlich für unser Handeln und wir räumen der Liebe eine immense Stellung in unserem Leben ein und sagen, weil es doch Liebe ist, ist doch mein Verhalten okay und ist doch richtig. Und wir hören Sätze oder sagen Sätze wie, es ist einfach passiert. Das Herz will, was das Herz will. Oder wir sagen Sachen wie, ich kann ja nichts dafür, in wen ich mich verliebe. Der Duden sagt, Liebe, wie definiert der Duden Liebe? Er sagt, es ist ein starkes Gefühl. Ein so starkes Gefühl, dass wir meinen, nicht mehr verantwortlich für unsere Taten zu sein, für unsere Entscheidungen zu sein. Was wir dabei allerdings vergessen, ist für mich ein ganz relevanter Punkt. Und zwar, Liebe ist eine Entscheidung. Und das heißt, wenn Liebe eine Entscheidung ist, dann habe ich immer eine Wahl. Das heißt, ich kann mich immer für und immer gegen etwas entscheiden. Das heißt, ich kann nicht einfach sagen, es ist einfach passiert, sondern du hast eine Entscheidung getroffen in diesem Moment und die hat eine Konsequenz. Und für diesen Punkt mit Liebe ist eine Entscheidung will ich mit euch einen Blick in die Bibel werfen und schauen, was Jesus eigentlich dazu gesagt hat. Was hat Jesus zu Liebe in Partnerschaft gesagt? Und Jesus hat in Matthäus 19, Vers 5 bis 6 Folgendes gesagt. Er zitiert das Alte Testament, wo steht, deshalb wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und sich mit einer Frau verbinden und die zwei werden ein Leib sein. Sie sind also nicht mehr zwei, sondern sie sind ein Leib. Darum, was Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht trennen. Als ich das gelesen habe, fiel mir hier Folgendes auf, oder ich musste mich erinnern, dass mir viele Paare immer wieder erzählt haben, hey, ich habe das ganz biblisch gemacht, ja. Ich bin aus meiner Heimatstadt zu meiner Frau gezogen. Ich bin dahin gegangen, ja, ich habe das ganz biblisch gemacht, wie das hier steht, ja. Und als ich das so in der Vorbereitung gelesen habe, dachte ich mir, ist das der Punkt, den Gott uns damit klar machen will? Ist das der Punkt? Und ich dachte mir so, nein, ich glaube nicht, dass es darum geht, dass der Mann Vater und Mutter verlassen muss in erster Linie, sondern ich glaube, was hier steht, ist, dass hier eine Entscheidung getroffen wurde, die eine Konsequenz zur Folge hatte. Dass wir etwas loslassen mussten, etwas hinter uns lassen mussten für etwas Neues. Für etwas, was auf uns zukommt, eine bewusste Entscheidung, die wir getroffen haben. Jesus redet hier von einer Beziehung zwischen Mann und Frau im Bund der Ehe. Das finde ich ganz relevant. Jesus macht hier deutlich, wofür Gott und wofür die Bibel steht. Und ich weiß nicht, wie es dir jetzt damit geht und vielleicht fühlst du dich angegriffen von dem, was ich sage. Aber ich möchte dir sagen, dass Gott kein Gott ist, dem es darauf ankommt, dass du nach Regeln lebst oder dass du dich in erster Linie nur an Gebote hältst. Gott ist ein Gott, der uns
Gebote gibt, um uns selbst vor uns selbst zu schützen. Gott ist jemand, der uns etwas mitgeben möchte, weil er eine Vision für dein Leben hat. Er hat gute Pläne für dein Leben. Und er gibt dir bestimmte Hilfestellungen mit an den Weg, an denen du dich orientieren darfst. Gott traut uns zu, dass wir mündige Christen sind, die Entscheidungen treffen können. Deswegen auch dieser Vers vom Anfang. Alles ist dir erlaubt, aber nicht alles ist nützlich für dich. Das heißt, du darfst entscheiden, was du tust und was du nicht tust. Und ich will dir sagen, nur weil 95% der Gesellschaft heute so lebt, heißt das nicht, dass das gut oder dass das richtig ist. Das heißt einfach nur, dass sie sich entschieden haben, so zu leben. Und du darfst dich entscheiden, wie du leben möchtest. Ich wünsche mir, dass wir eine Vision für unser Leben malen. Wo möchten wir in 10, 15 Jahren sein? Möchten wir glücklich verheiratet sein? Möchten wir Kinder haben? Dann lass uns heute schon Schritte in diese Richtung gehen. Weil ich glaube, das, was du heute denkst, wird bestimmt das, wo du in 10 Jahren sein wirst. Was meine ich damit? Ich meine damit, dass die Bibel sagt an anderer Stelle, wer eine Frau nur lüstern anschaut, bricht die Ehe. Und wir denken uns, das kannst du jetzt auch auf andersrum, also aufs andere Geschlecht beziehen. Das bedeutet, hey, das ist vielleicht etwas, was nicht ausgesprochen wurde. Niemand hat es mitbekommen. Du schaust sie vielleicht an oder schaust ihn an und es ist allein etwas, was in deinem Kopf passiert. Aber dieser Moment reicht schon. Warum? Das, was du heute denkst, was heute sich in deinem Innern abspielt, werden die Worte sein, die du morgen sprichst. Und das, was du morgen sagst, werden übermorgen die Dinge sein, die du tust. Und das, was du regelmäßig tust, das wird deine Gewohnheit. Das wirst du immer wieder tun, immer öfter tun. Und deine Gewohnheiten werden irgendwann dein Charakter. Und dein Charakter führt dich automatisch zu deiner Bestimmung. Und deswegen ist es so entscheidend, dass wir nicht erst sagen, ja, in 10 Jahren vielleicht und bis dahin kann ich doch machen, was ich will. Sondern sagen, nein, es fängt heute an in deinen Gedanken und du triffst diese Entscheidung heute schon. Mit dem Content, dem Inhalt, den du dir anguckst Tag für Tag, die Dinge, die du auf dich einprasseln lässt. Wem gibst du die Kraft, deine Gedanken zu bestimmen? Suchst du Gottes Meinung dazu oder suchst du die Meinung der Welt? Unsere Gedanken haben eine Konsequenz. Und ich glaube, du verstehst, was ich meine, wenn ich sage, dass Ehebruch eine Konsequenz hat. Du kannst nicht einfach sagen, ja, aber es ist einfach so passiert und ich kann ja auch nichts dafür, wenn ich mich verliebe. Es wird trotzdem eine Konsequenz mit sich ziehen, die da ist und die getragen werden muss. Die Bibel sagt, diese Konsequenz ist der geistliche Tod. Und das finde ich schon krass, wenn du dir das überlegst. Das ist ein krasses Statement, aber es zeigt, wie wichtig es ist, dass wir hier nach Gottes Meinung suchen, dass wir hier Ausschau halten nach dem, was er sagt. Welche Früchte willst du in deinem Leben sehen? Und das ist die Frage, mit welchen Dingen du dich täglich füllst. Welchen Menschen gibst du das Recht, in deinem Leben reinzureden? Welche Gedanken bewegst du, teilst du und wie reagieren die Menschen darauf? Bist du mit Menschen, die dich spiegeln, die dir helfen, Gottes Plan für dein Leben zu finden? Oder suchst du eigentlich nur Menschen, die dich bestätigen, die auf dem gleichen Weg sind wie du? Es ist so entscheidend, weil es bestimmt, wo du irgendwann hingehst. Es geht nicht um Regeln, lass mich dir das nochmal sagen, sondern es geht um die Vision, die du für dein Leben hast. Und du bestimmst, wie du dich ausrichtest. Ich habe einen Vers für dich mitgebracht, der steht in 1. Thessalonicher und hier steht, das ist, was Gott will. Eure Heiligung, dass ihr Unzucht meidet, dass jeder von euch lernt, mit seiner Frau in heiliger und achtungsvoller Weise, hier griechisch Time für in Ehre, zu verkehren. Nicht in leidenschaftlicher Begierde, griechisch Pathos für Lust, wie die Heiden, die Gott nicht kennen. Und ich glaube, das ist ein Problem in unserer Gesellschaft. Wir vertauschen Liebe oft mit Lust. Wir vertauschen Liebe oft mit Lust und wir meinen, hey Lust, diese menschliche Begierde, dass du etwas willst, so dringend willst, dass du dich einfach nicht mehr steuern kannst, das ist Lust. Und das ist aber auch eine Entscheidung, die du triffst in diesem Moment, weil du gibst dieser Lust die Kraft, dich zu steuern, anstatt dem Geist Gottes. Du gibst dieser Lust die Überhand, dieses Steuer an sich zu reißen. Und das ist wie bei Love is Love. Ja? Die Lust ist verantwortlich für das, was du tust. Die Lust ist das, wo du sagst, hey, aber die Lust ist egoistisch, die Lust reduziert. Die Lust reduziert nämlich einen Menschen, ein Gegenüber auf seinen Körper
oder aber auf die Emotionen, auf das emotionale Gefühl, das du dir von dieser Person erhoffst. Lust reduziert, weil es gesteuert ist von seinen eigenen Bedürfnissen. Lust fokussiert sich alleinig darauf, was du gerade in diesem Moment willst. Und das möchtest du jetzt haben. Und das holst du dir bei einer anderen Person. Lust erniedrigt einen Mensch auf entweder das Gefühl, was er dir gibt, oder auf den Körper, den du von ihm bekommst. Lust lässt uns Menschen benutzen für unsere Bedürfnisse. In Galater 5, Vers 24 steht, die aber Christus angehören, die haben das Fleisch gekreuzigt samt den Leidenschaften und Lüsten. Und Paulus spricht hier von einer Heiligung, die passiert, wenn wir mit Jesus unterwegs sind. Gott will, dass wir eine Heiligung erleben in unserem Leben, dass wir verändert werden. Wofür? Um, wie es hier steht, unsere Frau oder unseren Mann in achtungsvoller Weise zu ehren. Es geht hier um ein Ehren, dein Gegenüber zu ehren. Und ich kann jemanden nicht ehren, wenn ich ihn benutze, wenn ich ihn erniedrige für etwas. Das ist kein Ehren. Wir ehren jemanden mit einem Versprechen der Treue. Wenn wir heiraten, dann sagen wir, ich verspreche dir meine ewige Treue, bis dass der Tod uns scheidet. Wir sagen das als Akt der Ehrung, die wir einer anderen Person gegenüberbringen. Wir heben uns selbst vielleicht für die Ehe auf im Bereich der Sexualität. Warum? Als Akt der Ehre für unser Gegenüber. Das ist etwas, was wir in diesem Moment tun. Wir sagen Nein zu Lust, um Ja zu dieser Ehre zu sagen. In Epheser 5 steht, ihr Männer liebt eure Frauen, wie auch Christus die Gemeinde geliebt hat. Und er hat sich selbst für sie hingegeben, um sie zu heiligen. Und ich glaube, hier wird deutlich, Liebe ist eine Entscheidung, eine andere, sich dem anderen hinzugeben, um ihn zu ehren. Ja, es ist ein Akt der Hingabe, um eine andere Person hochzuheben. Während die Lust immer darum geht, eine Person zu erniedrigen, damit du sie benutzen kannst. Aber Gottes Vorstellung davon ist, dass wir uns hingeben und einen Mensch höher achten als uns selbst. Das ist das Bild von Liebe, das Gott uns hier weitergibt. Jesus zitiert in Matthäus diese Bibelstelle aus 1. Mose 2, Vers 24, wo Gott das sagt, dass Mann Vater und Mutter verlassen wird, um sich mit einer Frau so eng zu verbinden. Und in 1. Mose steht hier nochmal ganz deutlich mit Leib und Seele. Warum steht das hier? Ich glaube, dass hier dadurch deutlich wird, dass Leib, Seele und Geist zusammengehören, dass das ein ganzer Mensch ist und wir ganzheitlich Sexualität leben sollten. In unserer Gesellschaft glauben wir heute irgendwie oft, Sex ist Sex, Körper ist Körper, das ist ein körperlicher Akt, den können wir irgendwie next to it hinstellen. Aber das funktioniert nicht. Gesunde Sexualität, wie die Bibel uns das sagt, ist ganzheitlich. Das heißt, wir sind da komplett drin, mit Körper, mit Geist, mit Seele. Alles ist darin involviert. Die Welt sagt vielleicht, hey, Sex ist gut und hat keine Grenzen. Aber ich glaube, die Bibel sagt, Sex gehört in eine Einheit mit einer anderen Person und mit Gott. Und es hat Grenzen. Nämlich, dass es nicht darüber hinausgeht, als diese Person, der du deine Ehre gegeben hast, der du gesagt hast, hey, ich möchte diese Person ehren. Und das ist viel mehr als wechselnde Beziehungen oder One-Night-Stands oder Freundschaft plus oder was auch immer. Es kann nicht einfach nur auf etwas Körperliches runtergebrochen werden. Es ist so viel mehr involviert. Was ist Liebe? Wie ist Liebe? Und wir lesen in 1. Korinther, hey, sieh, die Liebe erträgt alles. Die Liebe, sie glaubt alles. Die Liebe hofft alles. Sie hält allem stand. Und hier, das finde ich so stark, die Liebe hört niemals auf. Gefühle hören irgendwann auf. Lust hört auf. Liebe nicht. Und ich glaube, das ist so entscheidend für uns, dass ja eine Liebe da ist, die nie aufhört. Wir haben das vorhin auch so viel gesungen. Und wo finden wir diese Liebe, die niemals aufhört? Wo finden wir das heute noch in unserer Welt? Und ich glaube, es bringt mich zu der ältesten Botschaft, die wir hier verkünden, aber zu der wichtigsten. Und zwar der Botschaft vom Kreuz. Jesus ist ans Kreuz gegangen für dich und für mich. Nicht, damit er uns erniedrigt und uns benutzen kann, sondern um sich uns hinzugeben und uns zu ehren. Er gibt uns in diesem Moment so viel von sich
ohne etwas zurückzuverlangen in diesem Moment. Es ist so ein Akt der Ehre, weil wir es nicht verdient haben, weil er nichts davon gewonnen hat in diesem Moment. Nicht, weil Jesus gerade gesagt hat, boah, darauf habe ich Lust. Nicht, weil es einfach so passiert ist, sondern weil er uns ehren wollte. Er hat uns diese Ehre entgegengebracht, die gegen jede Vernunft geht. Gegen jedes Vorbild, was wir in der Welt finden. Und das ist die Definition, die Gott Liebe gibt. Und er macht ein Beispiel für uns. Und ich finde, das ist was, was wir mitnehmen dürfen für unser Leben. Wo wir das sehen dürfen, was wahre Liebe eigentlich ist. Und diese wahre Liebe, denke ich an kurzzeitige Befriedigung unserer Bedürfnisse. Diese Liebe hat eine Vision für dein Leben, für jedes menschliche Leben. Und ich finde, das ist so überwältigend, was wir hier lesen, was wir mitnehmen können davon. Und ich glaube, es liegt an uns, dass wir diese Liebe Menschen weitergeben, dass wir diese Liebe an Menschen, ja, wirklich, dass wir zeigen, wie Gott sie liebt. Und die Frage, die ich mir gestellt habe in der Vorbereitung, war genau diese: Wie lieben wir denn jetzt, wie Gott liebt? Wie können wir das tun? Wie können wir diese Liebe weitergeben? Und ich musste an die Geschichte denken, die Stefan schon vor 2 Wochen in seiner Predigt erwähnt hat, und zwar die Geschichte von der Ehebrecherin. Wir wissen, dass das die Pharisäer eine Frau und einen Mann bei dem Geschlechtsakt gefunden haben und die Frau mit sich gerissen haben, in die ganze Menge gestellt haben und gesagt haben: Meister, schau es dir an. Ich habe euch die Verse mitgebracht. Meister, sagten sie, diese Frau ist eine Ehebrecherin. Sie ist auf frischer Tat ertappt worden. Mose hat uns im Gesetz befohlen, solche Frauen zu steinigen. Was sagst du dazu? Aber Jesus beugte sich vor und schrieb mit den Fingern auf die Erde. Warum habe ich euch die Geschichte mitgebracht? Ich glaube, an dieser Geschichte können wir lernen, wie wir Menschen lieben sollen, wie Gott liebt. Und zwar kamen die Pharisäer nicht, um dieser Frau zu zeigen, wie sehr Gott sie liebt, sondern eigentlich, um sich nur hochzuheben an dieser Frau, um zu sagen, sie hat einen Fehler begangen. Und wir müssen jetzt was tun, weil das ist ein Verhalten, was wir nicht dulden können. Die Pharisäer reden hier über das Gesetz. Und wenn du an einer anderen Stelle liest, liest du nämlich Folgendes. Hier steht: Er hat uns fähig gemacht, Jesus, Diener des neuen Bundes zu sein. Eines Bundes, der sich nicht mehr auf das schriftlich niedergelegte Gesetz gründet, sondern auf das Wirken von Gottes Heiligen Geist. Denn das Gesetz bringt den Tod, aber der Geist Gottes macht lebendig. In anderen Übersetzungen steht hier, der Buchstabe tötet. Und als ich diese Stelle gelesen habe und mir das vor Augen geholt habe, dass Jesus kniete in diesem Moment und vor sich schrieb, wurde mir so bewusst, wir wissen nicht, was er geschrieben hat, aber es reicht, dass er Buchstaben geschrieben hat, dass er wahrscheinlich Gesetz geschrieben hat. Und das Gesetz bringt um. Dieses Gesetz, was er geschrieben hat, das tötet sozusagen, aber er wollte diesen Weg für diese Frau nicht wählen. Er hat gesagt, nein, 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 ich schreibe das zwar auf, das Gesetz tötet, aber der Geist macht lebendig. Jesus ist gekommen, um das Gesetz zu erfüllen. Jesus ist genau dafür eingetreten, dass dieses Gesetz nicht mehr an uns angewendet werden muss, sondern dass er da stehen kann und dass er sagen kann, hier, wir lesen das weiter, dass er zu ihr sagt zum Schluss, als alle anderen gegangen sind, er hat diese Frage gestellt, hey, wer von euch ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Und alle sind gegangen und er war mit der Frau alleine. Und er hat zu ihr gesagt, ich verurteile dich auch nicht, du darfst gehen, sündige von jetzt an nicht mehr. Und mir ist so deutlich geworden dabei, hey, unsere Aufgabe ist es nicht, das Gesetz zu verkündigen. Unsere Aufgabe ist es, die Liebe Gottes selbst zu verkündigen. Unsere Aufgabe ist zu kommunizieren, dass Jesus da ist, dass wir Diener des neuen Bundes werden können, dass wir von seinem Geist geleitet werden dürfen. Und als ich diese Verse hier gelesen habe, was Jesus zu dieser Frau sagt, wurde mir bewusst, dass Jesus so deutlich ist, ohne viele Worte zu sagen. Er sagt gar nicht viel, aber er macht trotzdem deutlich, dass das, wie sie vorher gelaufen ist, den Weg, den sie gegangen ist, dass er nicht richtig ist und dass sie davon umkehren darf. Er zeigt die Verantwortung auf, die diese Frau hat in diesem Moment. Aber er hat einen persönlichen Moment mit ihr. Und worum es mir heute Morgen wirklich geht in dieser Predigt ist, dass wir uns zurückerinnern an diesen Moment, den du mit Jesus erlebt hast,
diesen Moment, wo Jesus dich freigesprochen hat, von was auch immer du für eine Last getragen hast. Ich glaube, es ist so wichtig, dass wir uns an diesen Moment der Freiheit erinnern, weil das ist so ein Schlüsselmoment. Und dieser Moment kann in deinem Leben nur da sein, wenn wir Dinge ans Licht bringen. Diese Frau stand da vor allen entblößt und ich will mir nicht vorstellen, wie schlimm diese Situation ist. Aber nur, weil das passiert ist, nur weil sie gefunden haben, konnte Jesus sie freisprechen. Und ich glaube, das ist so entscheidend für dein und für mein Leben. Wir brauchen einen Moment der Freiheit mit Jesus. Und der kann erst dann geschehen, wenn wir bereit sind, Dinge in unserem Verborgenen ans Licht zu bringen. Wir brauchen diesen Moment, wir dürfen ihn suchen und wir dürfen sagen, Jesus, ich brauche deine Freiheit und deswegen bringe ich das ans Licht, was auch immer es ist. Die Bibel sagt, wen der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Und darauf dürfen wir uns stellen. Das ist eine Gewissheit, die wir haben dürfen, die wir mitnehmen dürfen. Aber ich glaube dennoch, dass wir eine Verantwortung tragen, uns dafür zu entscheiden. Und ich will es dir ganz deutlich sagen und vielleicht mache ich jetzt eine gewagte Aussage, aber ich glaube, dass die Art, wie wir Sexualität leben, immer veränderbar ist. Denn Liebe ist eine Entscheidung und so auch deine Sexualität. Deine Sexualität und deine Gefühle sind nicht primär, und das ist mir so wichtig, deine Identität. Deine Sexualität ist ein Teil davon, aber wir dürfen aufpassen, dass sie uns nicht steuert, sondern der Geist Gottes. Deine Sexualität ist nicht deine Identität. Wenn das dein Fundament ist, dann ist es kein festes Fundament. Unsere Identität darf in Jesus Christus sein. Und dann wird darauf alles andere aufgebaut. Und das ist ein Teil davon, auch unsere Sexualität. Aber es darf sich nicht verschieben, weil dann ist wieder die Liebe der Mittelpunkt und nicht Gott. Und das ist so wichtig, dass wir darauf aufpassen. Und ich glaube, wenn du hier sitzt als Christ und wenn du schon lange mit Gott gehst und wenn du Dinge auf Social Media, in den Medien siehst, die hochgehalten werden, Werte da sind, dann ist es deine Aufgabe als Christ, dass wir Jesus ähnlicher werden. Und was hat Jesus in dieser Geschichte getan? Er hat ganz deutlich gesagt, dass da eine Möglichkeit der Umkehr ist. Aber er hat sie nicht verurteilt. Und ich glaube, das will ich dir mitgeben. Unsere Aufgabe ist es, Menschen zu Jesus zu führen, sie zu lieben, aber es ist nicht unsere Aufgabe, sie zu verändern. Unsere Aufgabe ist es, sie an einen Moment der Freiheit hineinzuführen. Unseren Moment der Freiheit zu nutzen, um es ihnen zu erklären, um ihnen zu zeigen, dass da etwas ist. Und wenn du die Bibel liest, dann lade ich dich ein, dass du sie nicht liest als etwas, wie du jemand anderen niedermachen kannst oder wie du argumentieren kannst am besten, sondern die Bibel ist dafür da, dass sie als Spiegel geschrieben ist. Das heißt, wir schauen uns selbst an in dem Moment, wo wir die Bibel lesen. Die Bibel liest dich. Du liest nicht die Bibel liest dich. Und es ist so entscheidend, dass wir das verstehen, dass in allererster Linie alles, was wir lesen, auf uns umzumünzen ist. Dass wir uns fragen müssen, wie gehen wir denn damit um? Wir können Menschen nicht verändern. Wir können Menschen nur lieben. Aber bitte, versteh mich nicht falsch, lieben heißt nicht leben und leben lassen. Das ist lieblos. Wenn ich genau weiß, jemand fährt jetzt mit seinem Auto gegen den Baum und sage, ja, leben und leben lassen, ist das nicht nett. Sondern wir wollen ihn doch warnen, wir wollen doch sagen, hey, reiß das Lenkrad um in letzter Sekunde, so wie du jetzt fährst, wirst du in diesen Baum fahren. Aber auf diesen Ebenen der Sexualität, wo wir vielleicht Meinungen weitergeben, es ist so entscheidend, dass wir das auf einem Fundament der Beziehung tun. Dass wir eine Beziehung zu dieser Person brauchen, dass wir echtes Interesse haben, dass wir wahre Liebe für diese Person entwickelt haben, dass wir wissen, wir wollen das Beste für sie. Und nicht wie die Pharisäer, die keine Beziehung zu dieser Frau hatten, einfach nur sagen, ich habe Recht und du hast Unrecht. Das ist lieblos. Aber wir wollen Beziehung bauen mit Menschen und wir wollen sagen, hey, guck mal, da ist jemand, der will dir Freiheit geben. Hast du diese Freiheit erlebt? Und es kann immer sein, dass jemand nicht so verändert wird, wie wir uns das vielleicht wünschen oder wie wir uns das vorgestellt haben. Und das ist wichtig, dass uns bewusst wird, es ist nicht unsere Aufgabe. Ich habe in der Vorbereitung eine Geschichte gefunden oder gelesen dazu und ich glaube, viele von euch können sich da hineindenken, denn es ging um einen Vater mit seinem Kind. Und der Vater und der Sohn war noch recht klein, hatte erzählt, wie er dem Sohn immer wieder zu Hause verschiedene Regeln beigebracht hat. Beispielsweise immer höflich zu sein, immer nett zu grüßen, Bitte und Danke zu sagen.
Und dann waren die zwei an einem Flughafen in einer Situation und der Vater ließ die Hand vom Sohn los, guckte kurz nach rechts und links, um irgendwie zu gucken, wo sie als nächstes hin müssen. Und als er wieder runterschaute, fiel ihm auf, dass sein Sohn auf einmal nicht mehr da ist. Was hat er gemacht? Er hat angefangen rumzurennen, jeden gefragt, hat sein Handy rausgeholt, ein Bild von ihm gesucht und hat gefragt, wo ist mein Kind? Wo ist mein Kind? Hast du meinen Sohn gesehen? Und er ist gerannt und gerannt und gerannt. Und als er sein Kind endlich gefunden hatte, hat er es einfach nur in die Arme geschlossen und gesagt, danke, dass du wieder da bist. Er war so glücklich darüber, dass er sein Kind zurück hatte. Er hat in diesem Moment bestimmt nicht daran nachgedacht und gesagt, hey, hast du auch jeden nett gegrüßt, den du auf dem Weg begegnet bist? Hast du auch immer brav Bitte und Danke gesagt? Hast du dich auch richtig verhalten in diesem Moment? Und ich glaube, das zeigt, Herr Jesus ist wie dieser Vater. Aber das Erste, was er will, ist nicht, dass wir unser Verhalten ändern, sondern das Erste, was er will, ist, dass wir zu ihm kommen. Amen. Er möchte dieser Vater sein, der sein Kind einschließt und alles andere kommt danach. Alles andere ist ein Prozess. Und egal, wie lange du mit Jesus schon unterwegs bist, ich glaube, dass jeder von uns immer an einem Prozess der Veränderung steht. Jeder von uns hat immer Dinge, an denen er arbeiten darf. Jeder von uns steht immer wieder neu in Versuchung, sich nicht der Lust hinzugeben, sondern zu seiner Entscheidung zu stehen. Und das bedarf klare Gedanken, eine klare Vorstellung von unserem Leben. Und das bedeutet auch, dass wir genau wissen, hey, was war mein Moment der Freiheit mit Jesus? Ich habe es dir zusammengefasst und ich bin am Ende meiner Predigt und ich darf das Lobpreisteam schon mal nach vorne bitten. Wir lieben, wie Gott liebt. Ich glaube, das Allererste, und das ist wichtig, wir dürfen Jesu Liebe kommunizieren. Und das Zweite ist, dass unsere Aufgabe es ist, Menschen zu lieben und sie zu versuchen, nicht zu verändern. Das ist immer noch der Job vom Heiligen Geist, nicht unser Job. Und wir dürfen es bei ihm lassen. Und das Dritte ist, und das geht jetzt wirklich an alle, vielleicht ist eins und zwei wirklich an die Menschen von uns gerichtet, die schon lange mit Jesus unterwegs sind. Aber der dritte Punkt, das ist ein Aufruf, den ich glaube, der für uns alle relevant ist. Nämlich den, Freiheit zu erleben. Wir dürfen Freiheit erleben, da wo du stehst. Und ich glaube, gerade der Bereich von Sexualität ist ein Bereich, wo jeder von uns Dinge erlebt oder erlebt hat oder in denen er drin steht, wo er in der Unfreiheit ist, wo er Fesseln hat, wo Dinge ihn festhalten. Und ich will dich einladen, dass heute Morgen ein Moment ist, wo du mit Jesus alleine da stehst und du Jesus anguckst und er zu dir sagt, hey, weißt du was? Ich verurteile dich nicht, aber geh hin und sündige ab sofort nicht mehr. Ich wünsche mir, dass wir diesen Moment der Freiheit erleben, weil ich glaube, dieser Moment macht wirklich frei. Und was in dieser Geschichte klar wird für mich ist, dass Jesus nicht verdammt bei einem Fehltritt, sondern immer eine neue Chance gibt. Und egal, wo du stehst, egal, wie es dir geht damit, Gott hat eine zweite, eine dritte, eine vierte Chance für dich in diesem Bereich. Und er will deine Freiheit erleben. Er will diese Freiheit mit dir erleben. Und ich lade dich ein, dass du jetzt einfach da, wo du bist, deine Augen schließt und dass du Gott einfach fragst. Oder vielleicht merkst du auch schon, wo er anklopft, wo der Geist Gottes anklopft und wo du merkst, hey, da musst du vielleicht um Vergebung bitten, da hast du falsch gehandelt einer anderen Person gegenüber. Aber vielleicht merkst du auch an einer anderen Stelle, hey, ich glaube, hier sind Dinge, gegen die ich mich entscheiden möchte, weiter so zu leben. Hier brauche ich den Moment der Freiheit, den mir nur Jesus geben kann. Und ich glaube ganz fest daran, dass Gott heute hier ist und diesen Moment der Freiheit dir schenken möchte. Und wenn das auf dich zutrifft, dann möchte ich es einfach so machen, dass du deine Hand auf dein Herz legst. Dass du einfach ganz sagst, hey, ich bin nicht perfekt, aber ein Glück, dass mein Gott keine perfekten Menschen sucht, sondern ehrliche Menschen. Menschen, die sagen können, hey, ich bin nicht perfekt, aber ich glaube an einen Gott, der es ist. An einen Gott, der immer eine zweite Chance für mich hat. Ein Gott, der mich bedingungslos liebt, weil er alles für mich hingegeben hat, um mich zu ehren. Und ich bitte dich, Jesus, dass du jetzt kommst bei jeder einzelnen Person, die spürt, dass sie Freiheit braucht. Diesen Moment der Freiheit mit dir. Und dass es nicht mehr Scham und Schuld ist, die wir spüren, sondern Freiheit ist. Dass es Freiheit ist, die uns bewegt zur Veränderung, die automatisch kommt, die uns diese Kraft gibt. Du bist in den Schwachen mächtig.
Du bist da als Arzt und du willst uns heilen und du willst da sein und du kommst, um hineinzusprechen in jegliche Situation. Und ich danke dir auch dafür, dass du Vergebung aussprichst in den Bereichen, wo wir falsch gehandelt haben, dass du da bist und dass du uns diese Vergebung gibst. In deinem Namen, Jesus. Amen. Wir gehen jetzt in eine Zeit des Lobpreises und ich will dich einladen, dass du diese Zeit nimmst, Gott ganz bewusst für diesen Moment zu bitten. Weil ich wünsche mir, dass wir eine Gemeinde sind, die diese Freiheit erlebt und die einander teilhaben lässt. So wie Kerstin, wie dieses Zeugnis von Kerstin eben weitergegeben wurde. Ich wünsche mir, dass wir genauso nicht mehr Scham und Schuld uns zurückhalten lassen, sondern dass wir offen über Dinge reden, die wir mit Gottes Geist überwunden haben. Denn das bringt Freiheit, das bringt, dass mehr Leute sagen, ich will diese Freiheit haben, die Jesus hat, die Jesus uns anbietet. Und wir wollen einander wirklich diesen Weg bereiten, das zu erleben. Amen. Und ich lade dich ein, dass du jetzt aufstehst, dass du in diese Zeit gehst und dass du es Gott hingibst und dass du mit ihm diese Freiheit erlebst.